Warum musste Johanna sterben? Und mit ihr mehr als 180 weitere Menschen? Um diese Frage dreht sich der Podcast, den wir euch heute empfehlen. Handy klingelt. Ich erfasse automatisch die Uhrzeit, 0:29. Das ist Ralf Ort. Hatte ich nicht mit gerechnet, dass nachts das Handy klingelt. Johanna ist dran und ich höre in der Stimme Panik. Johanna, das ist Ralfs Tochter. Sie sagt, Papa, ich stehe hier im Wasser, es ist dunkel und ich kriege die Tür nicht auf. Der Strom ist ausgefallen und es kommt immer mehr Wasser in Johannas Wohnung. Dann sage ich ihr, Johanna, beruhige dich erstmal, was ist genau los? Sie sagt, ich kriege die Tür nicht auf. Ich kriege die Tür nicht auf und es ist dunkel und hier bewegen sich schon Möbel. Ralf hat sein Handy laut gestellt. Johannas Mutter Inka kann jetzt mithören. Sie sagt das aber nicht. Sie hat eigentlich geschrien. Sie hat panisch geschrien. Es war Panik. Pure Panik. Ungefähr 1,5 Minuten dauert dieser Anruf. Dann bricht die Verbindung ab. Es ist das letzte Mal, dass Ralf und Inka Ort mit ihrer Tochter sprechen. Das ist Marius Reichert. Er ist Reporter beim SWR und WDR. Heute empfehlen wir euch Die Flut. Warum musste Johanna sterben? Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Es ist die Nacht des 14. auf den 15. Juli 2021, die alles verändert. Die Nacht, in der die Flutkatastrophe über das Ahrtal hereinbricht. Inka und Ralf Ort, die Eltern von Johanna, sind damals im Urlaub. Sie verfolgen von Mallorca aus, was zu Hause los ist. Welche Wucht die Wassermassen entwickeln werden, das wird schon am Abend des 14. Juli klar. Einige Stunden, bevor die Flut bei Johanna in Bad Neuenahr-Ahrweiler ankommt. So ungefähr gegen 9 Uhr guckt Inka nochmal auf Facebook. Da wird ihr ein Live-Video des regionalen Fernsehsenders TV Mittelrhein angezeigt. In dem hört man hinter der Kamera einen Reporter. Er steht an einer Steinbrücke, die direkt über die Ahr führt. Die Sankt-Nepomuk-Brücke in Rech. Ungefähr 10 Kilometer von Bad Neuenahr entfernt, flussaufwärts. Durch die runden Bögen der Brücke strömt das Wasser. Eine braune Suppe. Mit hoher Geschwindigkeit. Der Pegel der Ahr ist schon so hoch, dass von den Bögen, von den Löchern der Brücke kaum etwas zu sehen ist. Ach du Gott, und da kommt jetzt massiv ein Baum. Das ist das, was für diese Brücke hier die Gefahr des Abends ist. Wenn sich diese Holzmassen hier verkeilen, dann ist da ruckzuck Feierabend. Man sieht, was da für eine Gewalt dahinter ist. Der reißende Strom hat so einiges mitgenommen. Nicht nur Äste, ganze Bäume, Baumaterial, losgelöste Gastanks, Heizöltanks. Und dann? Hoffentlich ist dieser Wohnwagen leer, während er auf die Brücke zutreibt. Kommt da ein Wohnwagen angeschwommen mit einer enormen Geschwindigkeit. Der Wohnwagen wird jetzt in diese Brücke einschlagen und wahrscheinlich dabei zerstört werden. Hoffentlich ist dieser Wohnwagen leer. Da ist noch ein Vorzelt dran. Den zerreißt in diesem Moment. Den hat es quasi wie durch die Müllpresse hat es diesen Wohnwagen durch den Brückenbogen der Sankt-Nepomuk-Brücke durchgezogen. Tief Bernd hat in den vergangenen Tagen für schwere Niederschläge in Westdeutschland gesorgt. Vielerorts messen Wetterstationen Rekordmengen an Regen. Deswegen steigen die Pegel vieler kleiner Flüsse und Bäche gleichzeitig. Im Ahrtal kommt dann alles zusammen. Das Wasser wird hier regelrecht kanalisiert. Die Flut wird später ganze Orte verschlingen und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Die 22-jährige Johanna ahnt von all dem nichts, denn nach wie vor scheint die Lage in ihrer Gegend nicht so dramatisch zu sein. Es heißt, man solle sich nicht in Kellern oder Tiefgaragen aufhalten. Johanna ist frisch verliebt und voller Zukunftspläne. Nach ihrer Ausbildung zur Konditorin und Meisterin will sie jetzt noch den Betriebswirt machen. Deshalb bleibt sie an diesem Abend allein zu Hause, lernt für eine Prüfung und geht schließlich früh ins Bett. Und wird, wie viele andere Menschen, von den Wassermassen überrascht. Und damit beginnt die Suche nach Johanna. Ihr Freund Pascal, ihre Freundin Franzi und die Eltern fahren herum und fragen, ob jemand Johanna gesehen hat. Sie telefonieren viel und suchen in sozialen Netzwerken nach einem Lebenszeichen. Am Freitag ist Johanna fast 2 Tage verschwunden. Pascal plant für das Wochenende eine Suchaktion. Franzi postet auf Instagram verzweifelt Suchanzeigen. Freitagsabends war es schon so, dass man
dass man halt schon irgendwo gedacht hat, wo soll sie jetzt noch sein? Und dann haben wir halt auch gedacht, ja, vielleicht ist sie wirklich irgendwo am, die A abwärts, dass sie irgendwo halt eingeklemmt ist. Oder man will das aber in dem, man will das nicht wahrhaben. Dass, also das ist eigentlich so, dass das Schlimmste und auch dieses Endgültige, wenn dann halt so ein Anruf dann halt kommt. Ne? Am Samstagmorgen klingelt Ralfs Handy. Er sagte, wir haben eine junge Frau gefunden in der Jülichstraße in der Tiefgarage. Ja, es wird Johanna sein. Damit war die Gewissheit dann da. Das Gespräch war dann auch zu Ende, weil ich konnte auch nichts mehr sagen. Das ist echt unbeschreiblich. Das kann man nicht erklären. Das ist einfach, das reißt einem echt das Herz raus. Das Leben bricht in dem Augenblick zusammen und eigentlich willst du nur selber sterben. Warum musste Johanna sterben? Wer hat Fehler gemacht? Wieso wurde nicht rechtzeitig und deutlicher gewarnt? Wird man bei der nächsten Katastrophe ausreichend vorbereitet sein auf das, was da kommt? Die Suche nach Antworten führt Host Marius Reichert, der selbst im Ahrtal aufgewachsen ist, und sein Team ins Ruhrgebiet, nach Hagen, in die Landeshauptstädte Düsseldorf und Mainz und ins Ahrtal. Dort sprechen sie mit Menschen, die alles verloren haben, mit Einsatzkräften, mit einer Traumatherapeutin, mit Meteorologen, Katastrophenforschern, mit Polizei und Staatsanwaltschaft und konfrontieren PolitikerInnen. Inka und Ralf Orth ist es nach dem Tod von Johanna ein persönliches Anliegen, im Podcast über das Schicksal ihrer Tochter zu sprechen. Denn Johanna soll den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal ein Gesicht geben. Die Flut, warum musste Johanna sterben, ist eine Gemeinschaftsproduktion von WDR und SWR. Das Format ist mit dem Deutschen Podcastpreis ausgezeichnet worden, und zwar für die beste Recherche und in der Kategorie Bestes Skript, Beste AutorIn. Der Podcast war außerdem für den Grimme Online Award und den Deutschen Radiopreis nominiert. Das war unser Podcast-Tipp für heute. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast-Podcast von Detektor FM auf Lekton, Overcast, TuneIn, Radio Player oder Downcast. Wenn ihr eine Podcast-Empfehlung habt, die ihr mit der Welt teilen wollt, dann schreibt uns eine Mail an podcastpodcast@detektor.fm. Dieser Tipp und die Moderation kamen von mir, Ina Lebetjew. Redaktion: Caroline Breitschädel, Joanna Voss und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Henrike Heidenreich. Morgen empfehlen wir euch den Podcast Epsteins Money Man. Wir hören uns.